Ist Cola Light gut für die Stimme? Natürlich ist es gut. Warum? Weil durch den halt, weil Light der Stimme praktisch Spannkraft. Ja? Cola Light der Stimme. Ist ja klar. An apple a day keeps a doctor away. Ist das auch gut für die Stimme? Einen Apfel an einem Tag wegen der Säure. Der Weg zum Doktor spart. Ja. Hat es nichts zu tun, Langeweile oder was? Gedrissen yep. Nichts zu tun, ne? Yep. Also ich bin hier total sicher, ernsthaft am Arbeiten. Yep. Wieso? Haben Sie schon wieder mal nichts zu tun, Herr Stolle? Ja, genau so sieht's aus. Weil die Effekte sind. Ja, aber da brauchen wir wirklich nur diese Stelle und dann sagen wir jeden Tag so und so. Was ist das für ein Lied? Keine Ahnung. Wie ihr seht, bin ich natürlich hier die Einzige, die wirklich ernsthaft arbeitet. Ja? Das ist schon immer so gewesen. Und es gibt natürlich auch so gewisse Gitarristen, die... Ich bin jetzt bestimmt nicht zu sehen. Tja, warum bist du nicht zu sehen? Weil ich nämlich genau die richtige Körpergröße habe und du einfach eine Körpergröße hast, die noch nicht mal in Kameras passt. So, Gitarristen sind außerdem Menschen, die Sängerinnen, wenn sie eine Kamera in der Hand haben, gerne mal ignorieren, ja? Und sie einfach stehen lassen. Los! Entschuldigen Sie mich, ich muss mal kurz was klären. Scheiße, ja! Machen wir weiter! Nubi, was hast du für ein Schlagzeuglehrer? Was? Was hast du für ein Schlagzeuglehrer? Kann es sein, dass du ein bisschen falsch verstanden hast? Also wenn du mich fragst, dann dadurch, dass das mit dem Loop ist, relativ ungewöhnlich für uns, würde ich sagen, dass der Bass ganz wirklich normal klingt. Man muss hören, dass es ein wirklich gespielter, sogenannter Rockbass ist. Weil er relativ untight ist, der Bass. So schlecht kann man nicht programmieren. Da musst du schon ein Freak sein, wenn du es so schlecht programmierst. So, genug gelacht. So. Am besten lass einfach mal laufen und dann... Lass einfach mal laufen, tasten wir uns mal Checken rein. Checken wir mal ab, ey. Dahin. Dann nehmen wir uns einen schönen Lou. Mhm. Ist cool mit dem Gewische. Der Limo. Ey, das ist alles Bionade hier. So, gucken wir mal jetzt schnell. Und wie ist der Tag heute gelaufen? Also ich habe viel gemacht, ja. Nee, gut, aber wie das so ist, man stößt ja immer so an seine Grenze und ich ärgere mich ziemlich oft, wenn das nie immer alles gleich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Was habt ihr für ein Lied aufgenommen? Wir haben halt Weg für immer gesungen und man denkt immer, das ist so einfach und dann steht man vor dem Mikro und dann stellt man fest, dass es auch nicht so einfach ist. Und ich bekomme dann so kleine, aber wirklich nur klitzekleine Wutanfälle, ja. Und, aber das ist doch schon die dritte Platte. Das musst du da Erfahrung haben. Ja, ist ja von Song zu Song anders. Also es ist ja immer so, wenn du halt ein neues Lied hast, was du noch nicht so oft gesungen hast und was neu ist und wo jeder Song ist ja auch anders gestrickt. Das ist ja wie bei Sinfonie. Konnte ich am Anfang, war es auch schwer, den zu singen und dann nach 3 Jahren ist es dann schon einfacher, wenn es, wie öfter man es gesungen hat. Also schon, genau so, schon so mit Wolle und allem drum dran. Mit Wolle? Na, gestrickt.
Geh weg, ich brauche Feierabend jetzt.